Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Bonus Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Und wir wollen weiter auf den Ölpreis schauen und die politischen Unruhen, die damit natürlich arg verknüpft sind mit dem Ansteigen des Ölpreises. Und meine Gäste im Studio, Anuj Willems von der Commerzbank und Dirk Hess von Citigroup Global Markets Deutschland. Wir waren stehen geblieben, Herr Hess, bei Ihnen, nämlich da noch die Frage, wie Ihre Einschätzung der politischen Situation ist, Libyen jetzt eben als Unruheherd und dementsprechend als Ölförderland, was dann also doch schon eine größere Auswirkung haben könnte. Wie ist das bei Ihnen in der Prognose schon mit eingepreist? Nun ist es so, dass man Muslimen im Stellenwert ein bisschen vor Nigeria sehen, und wir kennen es aus der Vergangenheit, immer wenn Nigeria etwas passiert ist, alleine wenn mal die Rebellen wieder eine Pipeline haben, boykottiert haben, hat es den Ölpreis relativ schnell wieder nach oben getrieben. Das sehen wir jetzt auch. Also es ist nicht so, dass nicht schon ein großer Teil dieser Unruhen eingepreist ist. Das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass wirklich diese... Ich weiß nicht, ist es eine Revolution oder eine Revolte, die wir gerade in Libyen sehen, aber wenn sich das Ganze noch eklatant verschlechtert, dann kann es, und die Ölförderung komplett eingestellt wird, kann das durchaus nochmal zum Preisdruck nach oben führen. Es stimmt schon, die OPEC, die hat ungefähr Reserven von 6,9 Millionen Barrels pro Tag aktuell, und wenn wir hier von Ausfällen sprechen, ist es gerade ein Drittel davon. Es könnte also kompensiert werden, aber man darf nicht vergessen, es kommt auch im gleichen Moment, kommt Wirtschaftsaufschwung aus den USA, aus Deutschland, es kommt Nachfrage auch von in Emerging Markets. All das zusammen kann dazu führen, dass natürlich auf einmal etwas eintritt, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, echte Knappheit. Das heißt, das Angebot kann die Nachfrage nicht mehr decken, und dann kann es durchaus noch weiteren Preisdruck geben. Denken allerdings, wenn sowas kommt, wäre es eher von kurzfristiger als von langfristiger Natur. Wir können vielleicht noch mal kurz schauen auf eine Grafik, wo wir noch mal gerade sehen können, wie die Förderleistung der verschiedenen Länder ist. Libyen zum einen, wir haben noch den Iran, sicherlich auch ein wichtiger Ölförderer, aber insgesamt die drei Länder doch, wie Sie schon gerade eben sagten, im weltweiten Vergleich dann vielleicht nicht ganz das hundertprozentig große Gewicht, aber doch schon eklatant, wenn man darauf spekulieren würde, dass sich hier eben was ausweiten könnte. Ja, natürlich die Frage, was sollte ein Anleger tun, wenn er jetzt, Sie haben schon gesagt gehabt, er hätte eigentlich schon reagieren müssen längst und hätte im Grunde sich schon auf den Ölpreis vielleicht stürzen sollen, wenn er weiter hier eine bullische Entwicklung erwartet. Wie kann ein Anleger sich dann hier am besten positionieren? Ja, also insbesondere, wenn ich mich gegen steigende Benzinpreise absichern möchte, jetzt als ganz normaler Privatkunde, dann kann man halt immer hergehen und ein einfaches Indexzertifikat, Tracker-Zertifikat kaufen, was sich 1:1 in der Regel auf den Ölpreis entweder Brent oder WTI bezieht. Da gibt es einige Besonderheiten zu beachten bezüglich des Rolleffektes, aber ansonsten partizipiere ich mit diesem Zertifikat immer 1:1 an den Ölpreisentwicklungen, und wenn ich dann natürlich diese Entwicklung bereits auf 108 Dollar mitgemacht hätte, dann hätte ich auch einen ordentlichen Gewinn dieses Jahr einfahren können mit so einem Tracker-Zertifikat. Des Weiteren gibt es da aber auch noch Optimierungsmöglichkeiten mit Optionsscheinen, mit Bonuszertifikaten. Das heißt, da kann ich dann noch ein bisschen variieren und versuchen, einen Bonus auch dann zu bekommen, wenn jetzt beispielsweise das Öl nur noch stagniert von heute aus oder halt leicht fällt. Da gibt es so Optimierungsmöglichkeiten, aber das steht mir grundsätzlich als Investor, wie jetzt auch für jede Aktie etc., die Zertifikatewelt zur Verfügung. Was würden Sie momentan sagen, oder was würden Sie einem Anleger vielleicht, na, sage ich mal, einfach so ein bisschen auch ans Herz legen, wenn er momentan eben damit rechnet, dass die Situation tatsächlich so ist, kurzfristig, dass wir einen Ansteigen hier sehen? Also jemand, der kurzfristig einen Ansteigen sieht, der, das ist nicht Anlage, das ist schon eher Spekulation. Man darf nicht vergessen, hier sind so viele Faktoren im Ölpreis mit drin. Wir sehen gerade im Brent momentan sehr viele Finanzinvestoren. Deswegen ist auch der Brentpreis so weit nach oben gegangen. Deswegen auch dieser Unterschied zwischen amerikanischen und Nordseeöl ist extrem groß momentan. Hat mit fairen Faktoren zu tun. Es gibt Lagerbestände, die damit zu tun haben, aber es sind auch durchaus Finanzinvestoren. Jemand, der momentan investieren möchte, gibt es eine schöne Trade-Idee, da würde ich vielleicht kurz danach was sagen. Aber ich würde schon eher mit Derivaten langfristig, zum Beispiel ein Mini-Future oder ein Optionsschein, wäre mir eigentlich viel lieber, der bis zum Jahresende läuft, wo ich heute schon genau weiß, wohin muss der Ölpreis bis zur Fälligkeit des Optionsscheins laufen, dass ich hier in die Gewinnzone komme. Denn man darf eins nicht vergessen, gerade bei der WTI habe ich momentan ganz extreme Rolleffekte mit drin. Die können mir den schönsten Spaß verderben, wenn nämlich mein Szenario eintritt, aber die Rolleffekte hier sehr, sehr groß sind. Habe ich gerade bei Brent nicht in der Form.
könnte aber durchaus wieder passieren. Da können wir uns die Terminkurven gerade noch mal zu anschauen, die doch sehr unterschiedlich sind momentan. Also momentan der Unterschied zwischen WTI und Brent ist da, Sie hatten es gerade gesagt, Herr Hess, und den könnte man eventuell auch noch ausnutzen. Also man kann zumindest versuchen, wenn wir die Terminkurve ist da ganz, ganz wichtig bei Rohstoffen. Wir sehen es auch hier gerade in der Grafik. Das heißt, der Preis im Dezember für WTI ist ein ganz anderer als der für den aktuellen Future im April. Wir haben da Unterschiede von ungefähr $5. Was man da beachten muss, ist, dass einmal die Preisdifferenz im Dezember heute schon vom Markt geringer gesehen wird als aktuell. Und das hängt tatsächlich wahrscheinlich mit der Krise zurzeit in Nordafrika zu tun, dass die Finanzinvestoren dort halt einfach sehen, dass der Brentpreis doch höher getrieben wird, einfach dadurch, weil er nicht so USA-lastig ist. Der WTI-Preis hängt halt nicht so an den Entwicklung in Nordafrika, deswegen macht er diese Entwicklung anscheinend auch nicht so stark zurzeit mit. Aber dieser Unterschied, der ist aktuell da, wird geringer gesehen im Dezember bereits, aber aktuell ist die Differenz doch sehr eklatant. Aber da muss man natürlich schon relativ professionell agieren, wenn man darf, auf diese Differenz entsprechend setzen möchte. Wie schaut das aus, wenn man diese Differenz spielen möchte, Herr Hess? Was sagen Sie, was wäre dann hier das, was man einsetzen kann als Mittel? Vorsicht, nur für den richtig erfahrenen Investoren. Das ist unter Anlegern toll, muss man sagen. Das ist ein richtig schöner Trade, den man ganz, ganz selten sieht. Da bin ich auch. Ich sitze seit Tagen davor, wie die Schlange vorm Kaninchen oder andersrum. Wenn jemand so auf diesen Spread spielen will, muss er Short Brent gehen. Also er verkauft letztendlich den höheren Ölpreis und kauft WTI, geht also Long WTI. Er spekuliert nicht auf die absolute Veränderung von Öl nach oben, nach unten, sondern er spekuliert nur drauf, dass der Spread zwischen beiden geringer wird. Momentan ist er bei ungefähr $13. Und wie gesagt, auf längere Zeit ist er schon ein bisschen geringer. Dass er sich irgendwann wieder dahin einpendelt, wo er normalerweise ist, nämlich $1,5 bis $2,5, mal ist WTI, mal ist Brent teurer, das steht außer Frage. Die Frage ist, wann? Das weiß niemand. Märkte können wesentlich länger dauern, als der Finanzinvestor hier Geld hat. Das heißt, hier sollte er durchaus auch mit Minis spielen oder sollte sich Produkte kaufen, so Turbos, die ein Fälligkeitsdatum haben, zum Beispiel momentan auf Juni oder September. Hier ist, wie gesagt, ein engerer Spread schon eingepreist, aber ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, aber nur für den super erfahrenen Investor, der weiß, was er hier macht. Sonst fällt man auf die Nase und zwar schneller, als man denkt. Aber man weiß ja auch nie, wie die politischen Märkte hier weiter in sich entwickeln werden. Und das ist wahrscheinlich schon ein sehr heißes Eisen, was man hier anfasst. Aber die Sendung ist auch leider schon wieder, wir haben die Zeit nicht. Sonst könnten wir hier wahrscheinlich noch ewig drüber reden und könnten auch noch einige Beispiele mit anführen. Kurz noch angeführt die Prognose von der Commerzbank. Ich glaube, im ersten Teil hatten Sie es etwas zu positiv gesagt, vielleicht nochmal kurz, das waren jetzt für WTI und für Brent? Für Brent waren es $86 und für WTI $85 auf Jahresendsicht. Kurz nochmal, ich glaube, Sie hatten es mit 96 und 95 gesagt, das nochmal kurz zur Korrektur. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren zu den Ausführungen zum Ölpreis. Liebe Zuschauer, also ein kleines heißes Eisen wohl eher für den erfahrenen Anleger, der sich hier vielleicht dann doch noch ein bisschen den Benzinpreis verdienen möchte. Wäre das vielleicht was? Sie können das Ganze nochmal schauen unter www.daf.com. Und natürlich Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter tvzertifikate@daf.fm. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und hoffe, dass Sie zur nächsten Ausgabe auch wieder mit einschalten werden. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.